Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Paris Saint-Germain. Sprint to Glory geht weiter. Wir haben wieder zwei Transfers, auch wenn die jetzt beide nicht die allerheftigsten sind, beide nur 87er, aber Jugendspieler, der ist zwar schon 25, aber ja, Innenverteidiger immerhin. Das haben wir bezahlt. Gute Frage. Tauschgeschäft haben wir gemacht. Na genau, wir haben diesen Jörn Pfeiffer plus 90 Millionen, weil dieser Pfeiffer, der ist sogar schon runtergegangen von 86 auf 85. Naja. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr mich abonniert habt. Ihr wisst es ja, Leute, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr täglich einschalten würdet, ja. Und wie immer bis zum Schluss dranbleiben. Ihr wisst es ja, für die Watchtime unterstützt ihr mich mit. Und das Wichtigste überhaupt ist, lasst einen Kommentar da. Für Romano haben wir 130 Millionen bezahlt. Beides Italiener, ne? Love Bonds. Und wie gesagt, ja, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus. Ihr wisst es, wichtig. Dann werden die Videos besser angezeigt und so weiter und so fort. Wäre fresh. Ich danke euch. Einfach wie immer gerne kommentieren, welche Mannschaft ihr nach dieser Karriere hier mit Paris sehen wollt. Denn ja, so langsam. Wir haben, glaube ich, jetzt noch 4 Folgen oder so. Ich meine 4, vielleicht 5. Keine Ahnung, müssen wir schauen. Dann ist die Karriere. Ah, warte mal. Wir haben noch 2 ablösefreie Spieler da gehabt. Dann ist die Karriere schon vorbei. Den werden wir holen. Linksverteidiger 87, 21 Jahre erst. Deswegen, ja, wie gesagt, gerne kommentieren, welche Mannschaft ihr nach der Paris-Karriere sehen wollt. Wie immer könnt ihr auch gerne reinschreiben, was euer bester Jugendspieler aller Zeiten war. Ja, bin mal gespannt, ob der eine oder andere schon einen 99er-Spieler hatte. Wäre auf jeden Fall fresh. Und, ja, wir hatten ja, glaube ich, schon ein oder zwei. Ne, einen, ne? Doch, einen hatten wir nur. Sollen wir den auch noch holen? Komm mal, ablösefrei. Was soll der Geiz? Ich meine, da haben wir 4 Spieler geholt. Okay, man muss ehrlich sein, dieser 85er hier, der wird jetzt eh nicht spielen. Aber der ist erst 20. Warum habe ich ihm jetzt Schlüsselspieler gegeben? Der akzeptiert das Ganze sogar. Was ist mit ihm los? Ich wollte eigentlich gar nicht, aber gut. Also, wenn der, ich sag mal so, wenn der jetzt vielleicht in einer Saison, nächstes Jahr, sagen wir mal, auch wenn er nur auf der Bank sitzt, vielleicht auch, ihr kriegt das meiste Gehalt, glaube ich, von allen 200.000. Wenn der jetzt nur auf der Bank sitzt und vielleicht so auf, ja, sagen wir mal 87, 88 hochgeht, 2-3 Punkte, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir demnächst ja sogar die Chance geben. Ne? Aber bleibt erstmal abzuwarten. So, die Jugendspieler kommen natürlich wie immer alle auf die Bank. Da ziehen die anderen Spieler leider in kürzeren. Dieser Brahim, ehrlich gesagt, lohnt sich eigentlich nicht. Mist, ey, da haben wir zwei Außenverteidiger. Das ist natürlich auch katastrophal. Rossi bringt eigentlich auch nichts, weil der zu alt ist. Ah, Brudi, ich weiß es gerade auch nicht, ey. Nein, ah, Brudi, meine Güte, ich hätte. Digga, es regt so auf manchmal, ne, wenn du die Spieler nicht auf die passende Position kriegst. Wir ziehen diesen. Bruder, meine Güte, ich will hier rüber. Mann, ich will den auf linken Flügel ziehen. So, jetzt haben wir es doch. Mendes, wenn wir hier auf linker Außenverteidiger ziehen und Walker dann hier auf linker Innenverteidiger, bringt auch nichts. Wir können, glaube ich, nicht mit 2 Linksverteidigern spielen, das geht nicht. Ja gut, dann machen wir so, Walker auf Innenverteidiger, muss passen. Ab geht's, schauen wir mal. Starten rein, ich hoffe, wir überleben das Ganze, weil unsere Verteidigung ist jetzt komisch. Ich habe auch gehofft, dass dieser Brahim hat sich halt einfach in einer Saison keinen einzigen Punkt verbessert. Und ihr wisst, was das heißt, dann hat er leider auch keine Berechtigung mehr, hier bei uns zu spielen, beziehungsweise dann müssen wir den anderen einfach mal die Chance geben. Haben wir letztes Jahr die Champions League gewonnen? Glaube schon. Das heißt, wir könnten eventuell wieder alle 7 Titel gewinnen, aber dafür müssen wir, jetzt verlieren wir wieder 3x3-0. Ihr kennt es doch, dieser Bug. Jawohl, danke dafür. Das war's schon wieder mit allen 7 Titeln. Läuft bei uns. Wenn wir jetzt wieder alle anderen 6 gewinnen, ne, dann wäre es wieder bitter. Gegen Nizza geht es hier im Supercup. Oh, ist am 31. Ich habe jetzt ehrlich keinen Bock, die Simulation zu stoppen. Wenn wir jetzt das Vorbereitungsturnier gewonnen hätten und wir noch alle Titel holen können, hätte ich jetzt geguckt, ob wir gewonnen haben gegen Nizza. Aber im Endeffekt ist auch egal, ganz ehrlich. 3-1 gegen ManU gewonnen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir gegen Nizza auch gewonnen haben. Die ersten 2 Spiele gewonnen, gegen Stade Rennes ebenfalls. Und warte mal, das ist Stade Rennes. Das ist Stade Rennes, kein Plan. Brudi, wie die beiden ausgesprochen werden, egal. Barcelona, Young Boys Bern. Geht bislang die Gruppe, würde ich sagen. Young Boys Bern auch schon oft drin gehabt, muss ich sagen. Also nicht nur in dieser Karriere, hier in einigen anderen Karrieren waren die auch oft dabei, muss ich sagen. 0-3 gewonnen, vor 2-2 gegen Barca. Naja, dann Lokomotiv Moskau. Ja, okay, die Gruppe müsse easy machbar sein, würde ich aber wieder nur unentschieden. Unentschieden bislang, aber noch kein Spiel verloren, immerhin.
Wäre wichtig, jetzt das Spiel zu gewinnen, muss ich sagen. Jawohl. Okay, damit haben wir 2 plus 6 Punkte, sind wir bei 8. Ein Sieg noch sollte eigentlich schon fast reichen. Zumindest für Platz 2 gegen Barca. Jawohl, das war's. Damit sind wir bei 11 Punkten jetzt. Okay, 11 Punkte reichen eigentlich normalerweise. Wenn wir jetzt noch gegen Young Boys gewinnen, wir sind bei 14 Punkten, müssen wir eigentlich sogar Erster sein, dadurch, dass wir gegen Barca gewonnen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Verein mehr hat. Oh, nur unentschieden. Okay, dann sind wir bei 12 Punkten. Müsste, also fürs Weiterkommen reicht es auf jeden Fall. Erster oder Zweiter ist noch die Frage, aber ich meine, wir haben gegen Barca gewonnen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, Lok Moskau wird zweimal unentschieden, ne, einmal gewonnen. Ja, okay, gegen Young Boys haben wir zweimal unentschieden, glaube ich. Ne, haben wir das erste Spiel gewonnen. Ja, okay, dann müssen wir eigentlich Erster sein. Vom rein rechnerischen her müsste das eigentlich reichen. Naja, im Endeffekt auch egal. Pokal gegen Nancy, Zweitligist müsste das sein. Ja, in der ersten Liga sind sie auf jeden Fall nicht bei uns. Also können sie nur in der zweiten sein. Bei dritte Liga gibt es nicht. Leider nicht. Schade, aber so ist es halt, ne? Warum? Nee, ich wollte gerade sagen, ich war am Überlegen, oder gibt es doch dritte Liga? Ne, gibt es nicht. In Frankreich noch nicht. Straßburg, dann zweite Runde. Ich spiele noch so gegen Straßburg im Pokal. Oh, Liverpool. Aha. Liverpool könnte schwer werden. 4 zu 2 gewonnen. Okay, oder auch nicht. Das sollte eigentlich locker. Müsste locker reichen. Pokal gegen Troyes, gegen die sind wir schon einmal rausgeflogen. Im Pokal, diesmal 4-0 gewonnen. Läuft. Stade Brest 2-1 gegen die tun wir uns immer relativ schwer. Dann 2-2 Liverpool. Reicht. 2-1 gegen Nizza verloren. Läuft bei uns. Aber wir sind noch in allen Titeln, in allen Titelrennen drin. 3-0 gegen Neapel, das müsste auch reichen. Ist das schon das Halbfinale? Nipp, das war das Viertelfinale. Jetzt Halbfinale gegen Real. 2-2, jetzt zweimal in Folge nur unentschieden. Und dann wieder ein 2-2 gegen Real. Aber eigentlich haben wir bislang immer das Rückspiel gewonnen. Wenn wir das Hinspiel unentschieden gespielt haben. Okay, diesmal haben wir richtig aufs Maul bekommen. 4-1 verloren gegen Real. Jetzt müssen wir eigentlich im Pokal weiterkommen. Jawohl, 3-1. Also sonst muss ich ganz ehrlich sagen, warum ist das Pokalfinale immer 2 Wochen nach Ligaende? Ist mir schon öfters jetzt aufgefallen. Eigentlich wäre hier wahrscheinlich jetzt das CL-Finale. Irgendwie ist das Pokalfinale hier immer 1 Woche nach dem Champions League-Finale. In allen anderen Ligen ist es eigentlich andersrum, aber naja. Was soll's? 5 zu 4 gewonnen übrigens. Meister sind wir auch mit 91 Punkten. Wir haben 72er Manager-Rating. Obwohl wir im Halbfinale Champions League rausgeflogen sind. Okay. Das heißt, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wir haben ja gegen Nizza nicht gesehen, ob wir gewonnen haben. Müssten wir eigentlich gewonnen haben, dann haben wir 4 Titel eingefahren. Pokal, Meisterschaft, Supercup, Supercup. Haben wir 4 Titel eingefahren von möglichen 6. Champions League verloren oder ausgeschieden. Und Pokal sind wir, oder Vorbereitungspokal sind wir ganz, 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 ganz heftig in der Gruppenphase ausgeschieden. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein Bug. Wir haben wieder 3x3-0 verloren. Ganz kurios, könnte man hoffentlich für nächste Saison auch mal ändern, aber gut, was soll der Geiz, ne? Ist halt nur ein Vorbereitungsturnier, aber fuck trotzdem irgendwie ab, wenn du da immer. Na, wir gucken mal, ja, Romano, kein Punkt, danke. Didier, ein Punkt. Pardo, naja, Madueke auch nicht hochgegangen, Kubo auch nicht, Cherki auch nicht, bei denen ist, glaube ich, Ende. Irgendwie ist bei allen Spielern Ende, habe ich im Gefühl. Jungs, hat sich fast keiner verbessert. Der hier ist hochgegangen, der ist auch hochgegangen, der ist sogar auch hochgegangen, Peralta. Brahim ist auch hochgegangen. Hier müssen wir noch auf 88. Scheiße, die waren da. Das war's von der heutigen Folge und Otto ist, glaube ich, auch noch hochgegangen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde nur die Verträge verlängern. Lasst mir mal gerne einen Kommentar da. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Mannschaft ihr euch als nächstes wünschen würdet hier in dieser Sprint to Glory. Nach der Paris-Karriere geht's weiter. Schreibt es unten rein. Wir sehen uns. Haut rein und.